Mein Gott! Mein Gott! Warum? Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Heilige Scheiße! So wie Gott mir Macht verlieh, machte er dich so dumm wie Vieh. Wir werden sehen, wie du es siehst, wenn Blut aus seinen Wunden fließt. Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Ja, nimm den Speer und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt, die gute und längst überfällige Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag, ich muss auf die Bühne. Ob es bös ist oder gut. Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und meine Augen trügen nicht. Ich sehe beides ganz gewiss. Herr, wo kommt dies Wasser her? Oh je, und wehe mir. Ach, Herrgott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Herr, denn mir wird's nirgendwo angezeigt. Lass mich das wissen, wo der scheiß richtige Platz ist. Red mal gleich wieder einen Ausflipper, ey, echt. Ach, Herrgott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Adlerauge, ja, jetzt wird's mir angezeigt. Gottes Dankeschön. Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft, ich... darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. So, jetzt hier lang, meine Freunde. In gutem Glauben. Stets bereit, in gutem Glauben, denkt sich mehr als guten Augen. Ihr könnt Pietro nicht retten.
Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. So sprach er und ging er. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wachen fern. Ich schwimme, wo soll ich bitte schon schwimmen? Ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Adalas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Ja. Ich hab die Ratte! Da! Ich kann nicht erwünschen, er kommt nicht rein. Verdammt, mein Freund, bleibt standhalten! Los, los! Halt uns an! Verdammt, kommt nicht rein! Lasst mich in Ruhe! Ich schwöre, ich hab nichts damit zu tun! Scheiße, ja, ich hab meine Assassinen in das Ziel angegeben, war ein Fehler. So. Warum floht ihr? Ich. Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. La Volpe, tu es nicht, du wirst es bereuen, mein Freundy. Ich habe ein paar der neuesten Arbeiten. Hey.
Schwimm schneller, Ezio. Auch mit dir, Ezio. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja, danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Gesù diesmal 3 Tage früher auferstanden. Huiuiuiuiuiuiui. Ach so, das meinten die nicht mit Schwimmen. Geil. Ja, kommt, meine Ver- Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Hört nicht auf die sogenannten Experten. Ein anderes Mal, Herr. Für die Damen gibt es... Beule. So, das passt schon besser. Ah, bene, bene. Bis zum nächsten Mal. Wasser. Gutes Wasser. Wolfe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. What the fuck hat die lange... Hat die gerade langgezogenes Gesicht? Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich,
Wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend. Nicht ist es wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend. Alles ist erlaubt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück! Und er reitet zur Engelsburg. Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolò, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Ein Buch von Ezio Auditore. Sequenz 7 beendet. Das letzte ist frei, Leute. So, ich mal gleich mal. Aufträge. Aber erst schicke ich mal eine Assassinat zu Aufträgen. Zu riskant. So was Riskantes habe ich mal gemacht und habe ich alles verloren. Ich sag mal, die besten Leute habe ich verloren. Und das kann ich jetzt nicht riskieren. Dass ich meine besten Leute wegen einer dumme Waghalsigkeit verliere. Was wäre ich für ein Anführer, der sowas Dummes macht? Paris. So. Assassinen sind losgeschickt. Sicherlich. Scheiß Waffen. Ja, also nicht da, oder? Denke ich. Gut. So, nehme ich da nein. Wo bin ich nochmal? Hier bin ich. Okay. Da reise ich erstmal nach da. Da reise ich dann von nach da, wenn ich das gemacht habe, dann dahin hole ich mir die Rüstung und dann mache ich das hier. Und das war's dann erstmal mit der Aufnahme.
Ich habe tolle Metallarbeiten hier. Warum ist Greg so zum Land? Hat jemand meinen Assistenten gesehen? Eben war noch da. Okay. Rom geht's schon viel besser, nachdem ich der Rom finanziell geholfen habe hier gerade. Mist. Was macht der denn da? Klettern, Alter, frag doch nicht so doof, ey. In meiner Schicht bricht kein bekannten Schweine in Campania hat sich nun bis an die unteren Regionen ausgebreitet. Du bist nicht schön. Also deswegen immer schön ins Gesicht. Ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Immer, immer ins Gesicht. Gesicht, Gesicht, Gesicht. Hast du den weißen Ritter gesehen? Hast du den weißen Ritter gesehen? Ich hab schwarze Kleidung. Ich bin nicht schwarz, ich hab schwarze Kleidung. So. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Tauchen, nicht tauschen.
Habt ihr gehört? Der Baron de Valois ist tot. No. Nun wird sich Bartolomeo d'Alviano sicher gegen den Papst erheben. Das bringt Cesares Feldzug ins Stocken. Wäre das denn so schlecht? Wohl nicht. Es heißt, das päpstliche Vermögen sei erschöpft. So serio? Der Schatz des Papstes ist unerschöpflich. Wenn seine Heiligkeit Geld braucht, bringt er einfach einen reichen Kardinal um. Ekelhaft. Ich bin gerade so leise, weil ich mich konzentriere, ey. Ich bin überhaupt nicht auffällig, nein. Ich bin bloß der Einzige mit dem schwarzen Umhang. Sein Name ist Ezio Auditore. Wer? Der Assassine. Er ermordete den Bankier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand könne ihn aufhalten. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht wird Cesares Herrschaft bald enden und die Kirche erstrahlt wieder in ihrem einstigen Glanz. Ich schreibe die Predigt und hinterlege sie euch im Schrein. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Bene. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone. Möge der Herr mit euch sein. Und auch mit euch, Patrone. Magnifico! Kakerlake. Er ist eine Kakerlake, die nur vertrampelt werden muss. Eine Kakerlake. Assassino! Ihr kriegt mich nicht! Wollen wir wetten? Doch? Hm? Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Komm schon! Du willst wetten! Komm schon! Bring mich näher zu Gott und fort von euch, Assassino! Wenn du meinst? Komm schon! Wetten wir dich, krieg dich doch? Ezio! Heilige Scheiße, Ezio, du bist ein kleiner Bastardio, ey! Hätte er es jetzt gewettet, hätten wir verloren, Ezio. Weil die scheiß Kamera, ey. Wirklich. In Zukunft ist er... Ihr kriegt mich nicht. In den anderen zukünftigen Assassin's Creed Teile wird die Kamera so nicht so bescheuert sein, wie jetzt sie ist, ey. Wie andere Teile, weil die Kamera ist vielleicht gut für den Controller, aber nicht für Maus und Tastatur. Das ist echt scheiße für uns, weil wir müssen gucken, wie wir springen, weil guckt auch Kamera da, springt unser Charakter auch nach da. Wir können da nichts beeinflussen. Eher gesagt, nicht viel beeinflussen. Das ist scheiße. Da? Da? Ich sagte doch. Erinnerung neu starten. Ich sagte doch, der guckt die Kamera geradeaus. Wo springt Ezio? Geradeaus. Da kann Ezio auch nichts dafür. Das ist die scheiß Kamera. Im Ernst jetzt, wenn ich sage Erinnerung.